Unser heutiges Abenteuer beginnt im kleinen Schloss. Haustier gesucht. Daisy, Poppy, hört auf mit euren Steckenpferden Ritte über den Frühstückstisch zu machen. Oh. Tut mir leid, Eure Majestät. Die Zwillinge sind im Moment ganz verrückt nach Ponys. Sie wünschen sich so sehr ein Haustier. Und Ponys sind ganz entzückende Haustiere, so bezaubernd und kuschelig. Und sie haben so totschicke lange Mähnen, die man bürsten kann. Daisy und Poppy wünschen sich so sehr ein Pony. Pony! Pony! Um Gottes Willen, nein! Ponys sind gigantisch groß! Und Daisy und Poppy sind zierliche kleine Feen. Keine Ponys! Vielleicht sollten die Prinzessinnen ein anderes Haustier bekommen. Ja! 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 Ich könnte ihnen zum Beispiel ein harmloses Schmusetierchen zaubern. Augenblick, ja? Um Haustiere muss man sich kümmern. Und wer wird sie dann Tag für Tag sauber halten? Die Zwillinge. Wir machen's. Wir versprechen's. So sei es. Doch bitte zaubern Sie ein sensibles Tier, Nanny. Keinen Drachen oder Dinosaurier. Natürlich, Eure Majestät. Irgendwie habe ich ein ziemlich schlechtes Gefühl bei der Sache. Nur keine Sorge, Schatz. Nanny Plum weiß genau, was sie tut. Ich habe aber ein extrem schlechtes Gefühl bei der Sache. Da wären wir. Die magische Feenbibliothek. Jetzt suchen wir uns ein schönes Buch über Tiere. Ein Tiger. Tiger! Tiger! Nein, zu groß. Oh, Tiger. Eine Schlange? Schlänglein, Schlänglein. Nein, zu zappelig. Oh, Zappelschlänglein. Ein Alligator? Alligator, Alligator. Nein, zu viele Zähne. Oh, Alligator. Ah, da haben wir es ja. Das perfekte kleine Tier. Ein Hamster. Hamster, Hamster. Ich frage mich, was für ein Tier Nanny Plum wohl gezaubert hat für Daisy und Poppy. Solange es nicht groß ist, ist es mir egal. Darf ich das neue Haustier der Zwillinge vorstellen? Pippin. Hier hab, Pippin. Eine Ratte! Nein, Eure Majestät. Pippin ist ein entzückender kleiner Hamster. Oh, wie süß. Oh. Pippin hat dich also gern, Daddy. Oh, er ist richtig goldig, nicht wahr? Goldig? Dieses Wort hatte ich dafür nicht gerade im Kopf. Ich denke, er wäre fröhlicher, wenn er draußen leben könnte. Ja, durchaus. Zurück, Pippin. Alles ist gut, solange ihr nicht zeigt, dass ihr euch fürchtet. Zurück, Pippin. So, Pippin. Willkommen in unserem Schlosshof, deinem neuen Zuhause. Ich hoffe, dass es Pippin nicht langweilig wird, wenn er hier wohnt. Man muss ihm was zum Spielen holen. Und Hamster haben gern große Mengen Stroh. Können wir Pippin jetzt etwas zu fressen geben, Nanny? Füttern, füttern! Ja, und was zu trinken. Oh, jetzt dürfte sich Pippin hier zu Hause fühlen. Oh, wieso ist unser schöner Schlosshof denn voller Stroh? Das ist für euren Hamster, Eure Majestät. Meinen Hamster? Das ist lustig. Der Schlosshof sieht aus wie ein Hamsterkäfig. Ja, äußerst amüsant. Wieso rennt ihr denn die ganze Zeit wie wild geworden herum? Hamster rennen sehr gern so herum. Hallo, Ben. Hallo, Gaston. Hallo, Hallo. Oh nein, Pippin rennt uns weg. Oh, wie traurig. Wirklich ganz furchtbar traurig. Pippin, Pippin! Wir haben Pippin verloren. Was für eine grauenvolle Schicksalswende. Pippin ist fort. Fort für immer. Wartet, König Aurikel. Ich hole euch den Hamster zurück. Och, mach dir doch keine Umstände, Ben. Es macht keine Umstände. Elfen sind gut im Zurückjagen von Hamstern. Und ich bin ein Elf. Bereit, Gaston? Pippin ist zurück, König Aurikel. Heil und gesund. Danke schön, Ben. Machen wir schnell das Tor zu, bevor Pippin wieder wegrennt.
Und wird er dann auch irgendwann schlafen? Er muss müde sein, dann erst. Und wie schaffen wir es, dass er müde wird? Fragen wir am besten den weisen alten Elf. Er weiß in allen Dingen Bescheid. Hallo, weiser alter Elf am Apparat. Wie kann man einen Hamster müde machen? Hamster? Och, der königliche Haustierhamster. Er muss auf jeden Fall müde werden. Ah, verstehe. Sie brauchen unbedingt für ihn ein Laufrad. Laufrad? Was soll das bringen? Warten Sie es ab. Ich eile gleich zu Ihnen. Hallo, König Aurikel. Wo ist euer Hamster denn nun? Mein Hamster? Hier ist Pippin. Er mag sie ganz doll. Nun übertreib es nicht gleich, mein Freund. Setz das Rad in den Hof rein. Jawohl. Du meine Güte, wohin soll denn dieses Ungetüm? Das ist ja schrecklich. Was tun wir nicht alles für unser Haustier, Herr König Aurikel? Es gehört mir nicht. Noch tiefer mit dem Rad in den Hamsterkäfig. Hamsterkäfig? Hallo, wie reden Sie denn von meinem edlen Schloss? Und jetzt stellen Sie es in die Mitte des Hamsterkäfigs, Mr. Elf. Pippin! Hier, Pippin! Pippin, gefällt das Rad? Sind Sie sicher, dass das Rad das aushalten kann? Ja, Majestät. Hamster rennen doch nicht wahnsinnig schnell. Ihr habt anscheinend einen von der ganz schnellen Sorte. Das Laufrad dreht sich zu schnell, ehrlich. Das hält das Gestell nicht aus, niemals. Keine Panik. Das Rad passt ja nicht durch das Schlosstor. Mein schönes Schloss! Oh je. Pippin hat's wieder geschafft, auszureißen. Das Rad rollt in Richtung des großen Elfenbaums. Das heißt, wir müssen die Elfen warnen. Hallo? Hallo, Schatz, ich bin's. Weißt du, was Hamster sind? Ja, Schatz, ganz süße, flauschige Tierchen. Ja, bleib jetzt ganz ruhig, aber ein Hamster rollt auf den Baum zu. In einem enormen Laufrad! Oh! Es rollt wieder den Weg zum kleinen Schloss zurück. Oh mein Gott, Mr. Elf. Hier ist nichts weiter passiert, aber jetzt rollt es dahin zurück, wo es herkam. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Das Rad hat dem Baum und den Elfen keinen Schaden zugefügt. Hurra! Nun die schlechte Nachricht, los! Das Rad rollt jetzt wieder hierher zurück! Alle Mann in unseren Turm, schnell! Rennt um euer Leben! Ja! Ich glaube das einfach nicht. Ja, König Aurikel, das ist wundervoll, nicht wahr? Euer Hamster ist nach Hause gekommen. Oh, Pippin ist müde. Seht ihr, das Rad funktioniert. Nun wissen wir, welche Strecke er jeden Tag zurücklegen sollte. Zum Elfenbaum und zurück. Nein, Pippin fliegt hier raus. Oh. Aber Daisy und Poppy lieben Pippin. Pippin. Ich dulde kein Haustier, das in meinem schönen Schloss wohnt. Dann verwandle ich Pippin eben in ein anderes Haustier. Und zwar in eins, das außerhalb des Schlosses leben kann. Ach, na schön, Nanny. Dann tun sie's. Die Elfen sind fertig mit dem Aufräumen des Hamsterkäfigs. Ich meine des Schlosses, Eurer Majestät. Blenden! Gleich mal schauen! Oh, was? Nanny! Ja, Eure Majestät? Weshalb ist da Stroh in meinem ganzen Schlosshof? Schlosshof? Oh, ihr meint wohl den Fressnapf, oder? Was? Ja, Schatz. Du wolltest unbedingt ein Haustier, das außerhalb des Schlosses lebt. So sind wir zu dem zurückgekehrt, was wir von Anfang an wollten. Ein Pony! Ja! Oh, entzückend. Pippin-Pony! Ja!